Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Starbound. Und ja, ich würde sagen, wir begeben uns wieder runter auf den Planeten und schauen mal, was wir da so machen können. Wir hängen hier irgendwie fest. Ja, das fängt ja schon mal sehr gut an. Dieser Stein hier ist sehr robust, den nehmen wir mal bitte schön mit runter. Für unser Haus, dann kann das auch nicht so schnell kaputt gehen. Unser provisorisches Haus. Und ja, ihr werdet sicherlich gemerkt haben, Starbound kommt jetzt nicht mehr täglich. Das wurde mir einfach zu viel Stress und dadurch ist die Lust so ein bisschen abhanden gekommen und ja, ich denke, man merkt relativ schnell, wenn einem das keinen Spaß mehr macht und dann sollte man lieber sich ein bisschen zurücknehmen und dann passt das. Deswegen halt alle 2 Tage im Wechsel mit der FIFA-Demo und ja, die Sounds sind gerade doch ein bisschen laut, muss ich sagen. Kann man die irgendwo runterdrehen? Ich bin gerade so blind, ne? Hier vielleicht. So. Dann haben wir das schon mal ein bisschen leiser. Bisschen angenehmer. Dann muss ich nicht ganz so laut schreien und dann verzerrt der Ton auch nicht ganz so. Ja, was gibt's sonst Neues? Unsere Spitzhacke ist ein bisschen im Arsch, deswegen dauert das gefühlt 3 Jahre. Wie kann man die noch mal heilen? Das ging doch mit irgendwelchen Silberhammer. Heavy Stonebreak, Buchs. Mit der Eisenbahn ging das nicht, ne? Nein. Wenn wir die so drauflegen? Auch nicht. Kupfer? Eisen? Eisen. Dann tun wir die doch dahin. Probieren wir das Ganze mal mit Kupfer. Rechtsklick? Nö. Dann vielleicht mit den Ohren. Ah. Wunderbar. Mit den Ohren repariert man das natürlich. Wie konnte ich das nur nicht wissen? So, was haben wir denn hier noch? So ein Bücherregal sieht doch immer ganz gut aus. Und da, wo wir die Zeit auch haben, können wir ja auch mal die Kiste öffnen. Da haben wir nämlich 3 Bömmchen drin. Und die Kiste dann auch mitnehmen. Davon brauchen wir eh noch welche. So. Das. Dann. Das hier. Na. Tock. So, das reicht erstmal. Nehmen wir hier noch ein bisschen Holz mit. Auch wenn die Bäume ein bisschen eklig aussehen. Aber Holz ist hier Holz. War immer noch ein bisschen laut, der Sound,
Oder ist der nur auf meinen Kopfhörern gerade so laut? Auf meinen Kopfhörern ist der jedenfalls elendig laut. Halt. Danke. So. Ne? Jetzt haben wir hier auch so verseuchtes Wasser überall. Klappe, ihr. Hui. Ich glaube, unser Häuselein war hier unten irgendwo, ne? Oh ja, hier haben wir auch schon schön die Ernte können wir nehmen. Und auch neu anpflanzen dann direkt. Die Teile sind noch nicht fertig, okay. So. Dann sortieren wir das gerade weg. Hopp. Tür können wir ruhig auf. Oh, ja. Offen stehen lassen. Wo haben wir denn unser Kistchen? Hier ist unser Kistchen. Das stellen wir da schön an die Wand. So. Oh, nicht abbauen. Bist du verrückt? So, Holz können wir hin. Brot können wir hier schön reintun. Das sind Seeds. Iron Bar können wir hier reintun. Copper Bar können wir hier reintun. Fleisch können wir erstmal grillen. Steelbook, das brauchen wir eh nicht. Das brauchen wir jetzt am Anfang nicht. Die Bomben können hier rein. Das ist auch Essen. Ja, dann lass uns das mal ein bisschen sortieren. Das dahin, so. Seed, Weizen. Zeitschaltuhr, genau. Ein Globus. Upp. Die Kerzen, die können wir gleich aufbauen. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das ist schon gebratenes Fleisch. Sehr schön. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Plattform eigentlich in der Regel auch nicht. So, das wird gleich verbaut, das wird verbaut. Das kommt hier hin. Die Seeds kommen hier hin. Die Tür kann dafür hier hin. Okay. Du kommst hier hin. Ich glaube, das war was zu essen. Du kannst hier unten bleiben. Das ist ein Seed. Seed. Und die Kohle hier schön rechts in die Ecke. So, das zum Bauen hier hin. Und Pile of Books. Ja, hier unten hin. So, ja, dann würde ich sagen, nee, müssen erst, na, der war super. Wo? Oh.
So, dann Seed Nummer 1. Du kannst am besten hier unten hin zu deinen Freunden. Jetzt tun wir die anderen Seed. Weichen ist sehr gut, um Brot zu machen. Dann wählen wir doch die 7 an und platzieren ein bisschen Weichen. Na. So. Brauchen wir dann natürlich auch ein größeres Feld irgendwann mal, aber für den Anfang ist das ja okay. So, das dazu. Jetzt schnell das Inventory öffnen. Den Seed wieder hier hin. Okay, wie war das? Irgendwie so. Genau. Die zwei schön kochen. Und dann können wir die nämlich auch in die Truhe schmeißen. Dupp. Truhe auf. Fleisch rein. So, was macht der Hunger? Ja, könnte man ein bisschen nachwerfen, ne? Legen wir uns mal hoch. Da wollen wir gar nicht hin. Legen wir uns mal das Essen, wenn das hier Essen ist, auf die 7, wählen die 7 an. Ja, die 7 ist gewählt und tun ein bisschen futtern. Und sind schon wieder satt. Sehr gut, dann würde ich sagen, ist das hier hinten, die Plörre sieht so ein bisschen giftig aus. Bauen wir das nämlich mal zu. Wir haben ja noch keine Tür drin. Ja, was ist das denn? Was haben wir denn da gebaut? Keine Tür. Was sind wir denn? Sind wir denn von allen Geistern verlassen? So, hier müssen wir dann, glaube ich, auch noch einen runter. So, jetzt können wir nämlich aus der Truhe die Tür nehmen. Tock. Und dann können wir diese Bücher hier rein tun. Tock. Zu. Jetzt wählen wir natürlich idealerweise noch die Tür an. Und behalten sie am besten auch. Fehlt da unten natürlich noch eine. So, das sieht alles so ein bisschen zweckmäßig aus, aber bleiben ja hier eh nicht lange. Von daher soll es uns erstmal egal sein. Na, na. Na, macht er wieder nicht. Aber manchmal willst du mich echt trollen, ne? So, 0. Würdest du jetzt bitte? Danke. Das ist manchmal, warum das er es eben nicht gemacht hat, ne? Aber gut, ärgern wir uns nicht darüber und machen uns einfach auf den Weg. Denn, ui, ja, wir haben viel zu tun, Leute. Wir wollen als erstes mal ein bisschen Licht schaffen hier unten. So, hier haben wir viele. Ui, ja, 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 ich komme ja, ganz ruhig. Oh, da habe ich aber viele Freunde. Hallo. Nice to meet you. Ich renne doch hier ins Verderben, wenn ich da runtergehe.
Da unten ist auch noch einer. Alter. Alter, Alter, Alter. Uah. Warum treffe ich die denn nicht? Okay. Solange ihr mir nichts tut, soll mir das egal sein. Tust du mir was? Nee, ihr seid lieb. Okay. Soll ich denn reden oder so? Vermutlich auch nicht, ne? Wir setzen. Danke. So, dann gehen wir mal. Hui. Hui. Was ist das? So, durch Sand krebst sich ja besonders gut. Hui, Kohle, Kohle, Kohle. Sand, 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 Sand. Schon ein Traum, sich durch Sand zu graben. So easy. Da hinten ist so ein bisschen ein Fitzelchen Kopper, ob sich das lohnt. Man weiß es nicht. Ich würde erst mal sagen, wir holen uns die Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So. Oh. Oh. Hallo. Ich bin's, dein guter Freund. Oh. Oh. Kohle, 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 Kohle. Riesiger Kohlevorrat. Hallo. Hallo. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Ja, jetzt so auf die Uhr gucke, muss ich leider sagen, war's das auch schon wieder für den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Mal, wenn wir uns weiter in die Höhle graben, beziehungsweise uns die Höhle erstmal bauen. Also, ciao!